Okay, wir schauen uns natürlich wie immer den Shop einmal ganz kurz an und heute gibt es sogar ein neues kleines Bundle. Hier sieht man schon das RJW Spinnpaket und ich denke mal, das wird auch wieder dann irgendein bekannter Spieler sein. Also RJW sagt mir jetzt halt gar nichts, aber ja, diese Person hat jetzt hier ein Spinnpaket bekommen. Einmal mit der Wutstreiterin, die ist nach 66 Tagen dann zurück mit der Schädelschlägerhacke. Auch nochmal am Start nach knapp einem Monat, hat einen zweiten Stil noch hier. Und dann gibt es einmal dynamisches Feuer als Lackierung. 2 Monate her. Rückpartplatz im Mode. 204 Tage her, so ein bisschen selten. Und Inselstimmung noch als Mode. Nach einem Monat. Das ist hier auf jeden Fall dann das neue Spinnpaket, was heute am Start ist. Ehrlich gesagt, echt ein cooles, simples Spinnpaket. Jetzt nichts krass Seltenes drin, aber die Sachen hier drin sind eigentlich ganz nice. Darunter nach einem Monat das Fischstäbchen-Paket zurück. Hier natürlich mit dem Fischstäbchen-Skin, Rückenaccessoire, Gleiter, ultra nice und die Jacke. Und dann jetzt noch das Emote hier und die Lackierungen sowie Musikstück. Wie gesagt, einen Monat nur her. Auch hier nochmal einzeln kaufbar. Windkanal United-Paket, auch ebenfalls nur knapp einen Monat her. Nichts Besonderes. Und die täglichen Sachen. Spay Ranger Skin ist ebenfalls so einen knappen Monat her. Genauso wie die Beratungsreiterin. Und dann gibt es noch die Dornhacke. Einfach in Rot, ganz simpel. Auch die nur knappen Monat her. Und dann gibt es auch noch einen schwarzen Stil, sehe ich gerade. Und Adler. Natürlich komplett verrückt. Auch nochmal zurück nach 50 Tagen. Und dann gibt es noch Wackelquatsch. Monat her und zu guter Letzt gibt es noch den tiefen Depp nach 115 Tagen und eigentlich war es auch schon. Hier sind noch diese Symbolsachen zurück, also hier die Skins, wo man halt aus Kapitel 1 hier diese ganzen Merkmale auswählen kann, was eigentlich auch wirklich nice gemacht worden ist. Hier zum Beispiel halt Season 2 mit schwarzem Ritter. Ja, coole Sachen, auch die nochmal nach einem Monat am Start. Und das war's zum Shop. Hier unten natürlich immer noch verdammt viel Zeug. Das hört gefühlt gar nicht auf. Also die Shops in letzter Zeit sind dann wirklich verdammt riesig. Und das war's zum Shop.